Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Terraria. Wünsche euch der Alex. Und heute fangen wir an bei Terraria mit dem Großprojekt Turm. Klingt ja schon impressionistisch geil, wie auch immer, keine Ahnung. Und wir fangen ganz einfach an. Nicht? So. Habe ich das Ding ungefähr ein bisschen hochgebaut. Gut. So hoch ist meine Reichweite, so hoch springe ich. Also, jetzt werden erstmal einige Plattformen gemacht. Immer so in Zweierschritten machen wir jetzt mal 20. Und die mache ich jetzt immer so auf die Höhe. Ist das der gleiche Abstand? Nee. Das ist ein bisschen höher. Das wieder weg. Jetzt machen wir eins weiter runter. Ich glaube, das ist immer noch eins zu hoch. Nee, es reicht schon so. Gut. Machen wir das Ganze noch ein bisschen höher. Und wieder Plattform rein. Das ist schon wieder zu hoch gewesen. Das haut hin. Gut. Ich denke, machen wir noch eins weiter höher. Und dann müsste es eigentlich reichen. Dann machen wir das. Gut, auf die Höhe. Und dann wird es hier abgehakt. Und jetzt bauen wir schön weiter rüber. Haben hier oben eine schöne Plattform. Schöne große. Auch zur anderen Seite. Und das kann ich dann jetzt dafür benutzen. Zum Beispiel Bäume hier oben ganz viele anzubauen. Muss schon einfach ein bisschen Erde hier oben hin tun. Ungefähr gleich lang, aber nur ungefähr. Und dann mache ich jetzt mal hier, damit es schöner aussieht, noch ein paar Holzwände rein. Zack.
Und da oben wird ja keine brauchen, keine Wände. Gut. Hauen wir hier noch hin. Und machen wir noch ein paar Holzwände. Dupdi-dup. Und hier noch Holzwände machen. Na, brauchen wir noch einige? Das denke ich, das reicht erstmal 64, so in der Dreh rum. Und hoch geht's. Dann leuchten wir das Ganze noch aus. Und jetzt kommen noch ein paar Holzwände wieder hin. Zack, zack, zack. Super. Gut, jetzt hauen wir hier wieder Fackeln hin. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und 3, 4. So, jetzt haben wir hier oben die Fackeln überall. Jetzt können meinetwegen die ganzen Monster kommen. Ich bin vorbereitet. Jetzt habe ich hier halt noch ein paar. Ich frage mich bloß, wann der scheiß Tibi bei mir einziehen wird. Oder ob es ihn immer noch zu scheiße bei mir aussieht. Da lieber irgendwie eine Luxusvilla haben will oder was. Weiß er nicht, warum der immer noch nicht zu mir gekommen ist. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo der ist. Ich müsste ihn mal wieder suchen. Oh, hier drüben ist eine Blume. Die abholzen. Yellow Mangold. Bisschen Saat für mein Dingens mitnehmen, für mein Blasrohr hier. Und hier drüben war jetzt die. Achso, stimmt ja, der hat sich ja dort eingenistet gehabt bei der Höhle. Jetzt hab ich's wieder. Jetzt ist es wieder. Da unten war er ja. Gustav. Nee, Ascher hieß er. Stimmt, da hat sich ja da reingesellt. Wir sind ja diese komischen Dämonenaltare. Kann ich da eigentlich schon irgendwas Spezielles anfertigen? Nee. Und jetzt sind wir halt hier schon unten. Wieder in der Höhlengegend. Was ist denn da unten? Ist ein Pilz? Oder was soll das sein? Teal-Mushroom. Habe ich das hier noch gar nicht bemerkt? Platin. Das ist Platin. Ich habe das, glaube ich, für Stein gehalten. Gut. Dann setzen wir hier eine Fackel hin. Und los geht's, Höhlen-Adventure. Hauen wir hier noch ein bisschen Platin weg. Och nee.
gerade schon wieder den Gedanken gehabt, dass hier irgendwie... Oh, Jahomik ist eingetroffen. Ne, Jehomik. Aha. Ein neuer NPC ist anscheinend eingetroffen. Finde ich ja auch geil. Es klang bloß, ich bin bloß gerade, weil nur damit ihr wisst, warum ich überhaupt gerade eben so... weil ich gerade eben so gedacht von die Musik klang gerade so, als ob ihr gerade in Dingens im Anmarsch ist, in Wurm, weil das in der Höhe ja, oder in der Tiefe, ja denkbar ist, dass da so ein Vieh aufkreuzt. So, gut. Vielleicht eher dran denken sollen, meine Axt auszupacken. So, komm, und weg damit. Ist hier noch irgendwo was? In der Richtung. Ich grab hier mal noch ein bisschen weiter. Und dann machen wir sonst nach unten. Ich hab's doch gewusst. Das Vieh kann mich nicht in Ruhe lassen. Da kommt's wieder. So. Ich glaube, da kommt schon der nächste. Das sind nur Hintergrundgeräusche, die muss man immer ein bisschen im Auge behalten, wenn man sich so tief begibt hier. Ich weiß ja nicht, ab einer bestimmten Tiefe können die Dinger dann immer öfter auftreten oder so. Das ist dann schon ein bisschen scheiße, wenn man dann dauernd gestört wird. Oh, hier drüben habe ich einen Anschluss. Irgendwo rein. Habe ich eine Höhle, eine weitere Höhle entdeckt. Oder eine Fortsetzung von der Höhle. Oh, und da ist ein Krug drin. Super. Tropfstein haben sie ja sogar. Da drüben vermute ich jetzt einfach mal nichts mehr. Ich gehe jetzt weiter hier. Und dann graben wir uns erstmal wieder runter. Ein bisschen Stein und Zeug. Alles mitnehmen. Und dann muss ich mir, glaube ich, mal überlegen, wie ich dann wieder hier hochkomme. Denn jetzt geht es nämlich nur nach unten. Und da sehe ich schon wieder ein Erz an der Seite hier. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was. Dem Zeug. Gut. Aber mehr ist hier dann auch nett, oder was? Bin ich jetzt hier nur runter wegen so ein bisschen Erz? Gut. Man wird ja oft enttäuscht, aber dass die Enttäuschung dann so groß ist, denkt man auch nicht. So. Den Scheiß brauche ich ja alles nicht. Nein, du kommst jetzt nicht hier runter. Du bist sowas von Geschichte. Wichser. So. Geht's wieder hoch. So, dann gehen wir mal hier rüber. Nein. Muss nicht sein, oder? Das muss jetzt nicht wirklich sein, oder? Dass die jetzt alle hier zu mir kommen.
Es nervt dann ab einer gewissen Dauer. Nervt es dann wirklich. Ist scheiße irgendwie. Habe ich überhaupt Leuchtstäbe mit? Ja, habe ich. Na toll. Muss ich irgendwie hier rüberkommen? Nein, das war scheiße. Und jetzt? Ah, gut. Nein. Nein. Da will ich mich extra adaptieren hier. Weg. Weg mit dem, so. Und hier kann ich als Ziel wieder so eine Fackel hinstellen. Gut, dann geht's jetzt hier runter. Wo ich ja noch nicht war. Doch, war ich schon. Aber auf der anderen Seite seht ihr, hier gibt's schöne Erze. Gut, schön ist natürlich wieder Ansichtssache, aber ich bin ja ein fanatischer Erzabbauer. So. Dann baue ich mir hier mal alles zu und jetzt kann ich fein abbauen. So. Außer es könnte wieder so ein scheiß Wurmvieh an. Schön bisschen Silbererz, dann glaube ich, kann ich mir das nächste Rüstungsteil dann schon machen. Entweder Kupfer oder Silber, wird sich dann herausstellen was. Aber das dann werde ich mich dann nachher mal nach unten machen. Mal unten in der Höhle mal noch schauen, ob es da noch was gibt. Und wenn ich dann als nächstes dann recke, glaube ich, werde ich dann wieder oben an meinem Spawnpunkt sein und dort dann schön den neuen NPC bewundern können. Aber ich glaube, das ist die Krankenschwester, glaube ich. So. Oh, hier unten ist ein Fisch. Kann ich mir eine Fischsuppe machen? Auf sie mit Gebrüll, würde ich mal sagen, ne? Die blaue Qualle. Na komm zurück. Komm runter. Ich hab ewig Zeit. Du bist gleich tot. Weiß es bloß noch nicht. Hier ist dann nichts mehr. Gut. Jetzt geht's da unter. Runden. Da unter. Da runter. Und da unten. Oh, hier oben sehe ich gerade einen Krug. Ihr merkt, man muss sehr aufmerksam durch Höhlen gehen, wenn man viel mitnehmen will. Oder wenn man damit mit vollem Inventar wieder rausgehen will. Man sieht hier einzelne Erze, man sieht hier nochmal Kupfer. Da drüben ist auch noch was. Wenn ich jetzt hier eine Fackel hinmache, dann sehe ich ein bisschen mehr. Dann sehen wir hier vielleicht auch noch ein paar andere Erze. Jetzt seht ihr was anderes. Das ist jetzt nicht Stein, sondern das ist dann glaube ich Silber. Ja, genau, Silbererz. Und da muss man einfach ein bisschen ein Auge für haben. Und ich sehe jetzt, dass es hier drüben weitergeht. Oder dass da zumindest ein kleiner Hohlraum ist. Dann werden wir doch einfach mal gucken, was da abgeht. Ich sehe Sand. Mal schauen, ob es da noch irgendwie weitergeht bei dem. Oh! Achso, das ist ja die Scheiße von Sand. Also man darf sich hier nicht unter Sand stellen in Terraria. Sonst ist man Geschichte.
Und da seht ihr, hier drüben haben wir was Schönes gefunden. Schön ist wieder relativ, ne? Aber hier oben haben wir Erz. So, jetzt müssen wir hier mal kurz noch eine Fackel hinhauen. Genau. So, und dann können wir hier oben Silbererz abbauen. Immer ein bisschen springen, wenn man nicht ganz hoch kommt. Oh, da haben wir aber eine schöne Mine gefunden, ja, eine schöne Arbe, eher gesagt. Es ist schon fast wie bei Minecraft, wenn man dann mal eine Kohleader oder irgendwas dergleichen findet und die dann halt sehr viele Verzweigungen hat und am Ende hat man dann ganz viel gefunden. So ist das hier ungefähr. Wenn man einmal was findet, dann kann es sein, dass man nur wenig kriegt. Kann aber auch sein, dass man eine richtige Ader entdeckt und wie hier dann zum Beispiel auf sowas Großes stößt. Dann muss man aber meistens auch einfach mal alle möglichen Wände durch rackern hier und überall mal ein bisschen graben, um dann am Ende irgendwas zu finden. Da kann man die erstaunlichsten Sachen finden, irgendwelche Truhen, wo irgendwas drin ist oder irgendwelche anderen Sachen wie Krüge oder dann gibt es auch manchmal irgendwelche coolen Monster oder irgendwas, die irgendwas abwerfen. Man weiß nie, was man bekommt, bis man es gefunden hat. So, jetzt gibt es hier noch feines Kupfererz und das hole ich mir einfach mal noch. Mache ich mir hier gleich einen Durchgang. So viel Sandblock. So viel Sandblöcke brauche ich ja normalerweise gar nicht. Kann man sich ja dann schönes Glas damit machen. Das Glas kann man dann verbrauchen, um Gläser sich zu bauen oder andere Sachen sich zu bauen. Man kann aber auch ganz einfach nur Glas nehmen. Was ist das jetzt eigentlich? Ihr seht gerade, wie das Wasser da drüben, was das für eine Farbe angenommen hat. Braun. Jetzt ist wieder rot. Blau. Blau. Rot. Wie komme ich auf rot, verdammt nochmal? Achso, die Monster spawnen da, wo es hell ist. Gut. Schön, dass ich das weiß. Na, dann machen wir dann nochmal da runter. So, jetzt geht's erstmal wieder hier rüber, wo ich noch ein paar Fackeln hinsetzen muss, mal noch. Was ich mal probieren wollte, ist, oh, schnell weg, oh, am Rande vom Überleben hier. Wenn jetzt ein Wurm kommt, bin ich gearscht. Und da haben wir wieder, guckt, wieder solches gelbes Wasser. Keine Ahnung, was das soll, gelbes Wasser zu machen. Da ist dann nicht viel weiter. Dann machen wir so, baue ich hier noch ein bisschen was ab, dann kann ich Sand noch mitnehmen und dann gehen wir mal rüber. Dann kann
ich mir jetzt hier drüben so einen Block hinsetzen. Auf halber Höhe. So, zack. Und dann geht's hoch. So, jetzt machen wir hier drüben runter. Erstmal wieder Fackeln hinsetzen. Das Gebiet erkunden. Was geht denn nun hier ab? Oh, was hängt denn da von der Decke? Was ist das denn? Okay, diese Dinger sind aggressiv anscheinend. Das kann ich jetzt den ganzen Tag so machen. Irgendwann wird das Vieh down sein. Und genau jetzt. Gleich. So. Geht doch. Jetzt gibt es ja auch Wasserfälle und so einen Scheiß. So, dann haben wir hier irgendwas. Was ist das? Orange Bloodroot. Aha. Orange Wurzel. Oh, der nächste NPC ist eingetroffen, der Ephraim. Klingt schon wieder so Murat-ähnlich. Wir hauen da erstmal einen Leuchtstab runter. Oh, das geht aber weit runter. Aber da unten ist ein Erz. Also Kupfer. Da oben haben wir auch noch ein bisschen Erz. Machen wir es doch einfach so. Fackel hin. Und los geht's. Hauen wir noch ein bisschen Erde hin. Dann kann ich mir eine schöne Treppe basteln. So, haben wir eine Treppe. Und dann holen wir uns, was ist das? Ah. Super. Was eine kleine Wasser überflüssig. Josef ist eingetroffen, aha. Jetzt habe ich auf einmal so viele neue NPCs, okay. Hau ab. Wo kommen jetzt die ganzen scheiß blauen Slimes her, Alter? Ich wollte jetzt eigentlich nicht, ich baue mir jetzt einfach mal schnell hier was drüber. So. Kann ich wenigstens nicht hier runterfallen? Und jetzt hier nochmal was hin. Und dann hoch. Hoch. Nein. Diese Mega Jump Run Künste könnt ihr gerade eben sehr gut bewundern. So. So müsste es. Nein. Gut. Jetzt kann man abbauen. LED-Ohr. Mhm. Mal wieder ein paar LED-Backen machen. Mit denen können wir dann ein bisschen neues LED-Zeug produzieren. Ich weiß ja nicht, was es da gibt. Vielleicht ein paar Waffen. Ein paar neue Waffen machen. Da was in der Richtung. Das Kupfer hier oben nehme ich noch mit. Man weiß nie, wie wann genug ist an Erzen, denn irgendwie braucht man immer was. Sei es jetzt. Das ist ja zum Glück nicht so bei Terraria, dass Waffen und so kaputt gehen können. Ist jetzt weniger realistisch, aber es ist freundlicher dem Spieler gegenüber, jetzt aus meiner Sicht, dass man nicht wie bei Minecraft, wenn man dann sozusagen Verbrauchsgegenstände hat. Dass die dann alle flöten gehen, wenn die alle sind halt. Genauso wie was die Rüstung angeht. Ist halt scheiße. So, wenn man jetzt aber, wie bei Terraria, die Dinger immer wieder benutzen kann, ist es in dem Sinne ja nicht schlecht. So.
Also finde ich, dass es in dem Sinne nicht schlecht ist. Ihr könnt euch ja in den Kommentaren dazu auslassen, werdet ihr vielleicht auch nicht machen. Aber wer dazu eine andere Meinung hat, kann die ja gern kundtun. Bin ja offen für alles, ne? Außer für Schwarz. So. Ne, Spaß. So. So, jetzt müssen wir hier mal noch runter. Ich habe jetzt bei den vielen Slimes dort unten jetzt keinen Bock, da einfach mal so Geronimo reinzumachen. Und grab mich lieber hier an der Seite lang. Und ich könnte sogar, glaube ich, einen Weg finden, dort ein bisschen Wasser abzulassen. Von rechts, von diesem großen Unterseeteich-Gedöns, um dann hier mir das Erz dort unten zu holen. Und weil sonst würde ich ja nicht anders wieder hochkommen. Ich könnte es eigentlich schon machen. Ich sehe jetzt, hier ist die nächste Höhle schon. Die ganzen Slimes warten schon auf mich dort in der Ecke. Da geht's auch runter. Jetzt machen wir hier noch das. Und dann lasse ich es. Geht's los. Jetzt können sie ja gerne alle. Oh, das wird lustig. Das sind leicht verdiente Punkte. Wir müssen nur hier hochkommen. Der nächste bitte, next please, ja. Los, komm. Du bist gleich down. Das sehe ich dir schon an. So. Und ich krieg alle vier Leben. Das finde ich doch. Die soll nicht leben, aber ich. So, nach dem Motto. Jetzt haben wir hier unten. Was ist das denn? Haben wir unten jetzt einen Schatz gefunden oder was? Okay, ist das ein Kronleuchter oder was soll das sein? Nein! 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 Ist das so ein scheiß Giftding? Scheiße. Shit, shit, shit. Das ist aber auch Kacke. Hier ist noch ein bisschen Lettohr. Aber das ist Kacke. Das ist ja total scheiße. Nee. Kann ich das Ding irgendwie... Ich nehme jetzt mal meinen Bogen. Ganz lustig, wie ich bin. Und hau da mal ein bisschen was drauf. Gravemarker. Ach, da drüben ist das Ding. Ich weiß es jetzt wieder. Das ist so ein Pfeilteil. Oh, die Dinger sind scheiße. Seht ihr den? Das könnt ihr vielleicht gar nicht sehen. Das ist da drüben. Den kann ich vielleicht sogar abschießen. Da drüben, seht ihr es jetzt? Ja? Noch ein bisschen höher. Aber das Ding geht nicht down, oder? Da kann ich so drauf schießen, wie ich will. Das trifft mich. So oder so. Also, da vielleicht mal mit dem Blasrohr probieren.
Nö. Bringt auch nichts. Die prallen alle einfach nur ab. Da unten ist noch ein bisschen Platin. Aber das ist Shit. Das ist richtig großer Scheiß. Das kann ich nur umgehen, indem ich dem ganzen Teil ausweiche. Das heißt, ich muss mir eine Blockade bauen. Es lag nicht an dem Gravemarker. Sondern an dem Ding. Ich dachte zuerst, es ist irgend so ein Giftpilz oder irgendwas. Ich wusste es ja nicht. So, und ich muss zuerst das Ding da drüben jetzt down machen, bevor ich hier irgendwie weitergehen kann. Das ist schon scheiße. Aber so ist Terraria. Kann jetzt manch einer sagen, Terraria ist scheiße. Solche Dinger gibt es aber auch bei Minecraft nicht, ne? Das ist halt die Scheiße. Das habe ich ganz vergessen, dass es die Dinger gibt. War so lange nicht mehr bei Terraria, dass ich das komplett vergessen habe, dass es sowas hier gibt. Die behüten halt immer irgendwelche kostbaren Schätze oder irgendwas. Oder die merkt man nicht. Man muss da wirklich aufmerksam durch Höhlen gehen, um solche Dinger, nein, zu bemerken. Jetzt haben wir den nächsten Wurm. Da ist der Wurm drin. Scheiße, habe ich den gar nicht gemerkt. Das war zu schnell. Na komm. Na komm, down. Ja. Und man muss wirklich sich solche Dinger, da denkt man wirklich gar nicht dran. Man ist ganz gelassen, geht man durch die Höhle durch. So nach dem Motto, ja, mir wird nichts passieren. Wenn ein Monster ankommt, mache ich das Monster platt. Dann habe ich hier meine ganze Ausrüstung mit. Falsch gedacht. Dann gibt es solche Dinger. Manchmal vergiften die einen, manchmal nicht. Oder die vergiften einen nur. Ich habe das jetzt nicht mehr so richtig im Kopf, wie das ist. Shit, shit, shit. Ephraim has departed. Das ist ja schön, dass er sich eingenistet hat. Kannst du das auch auf Deutsch schreiben, bitte? Liebes Terraria. Also ihr merkt jetzt, meine ganzen komischen NPCs sind endlich da. Haben sich jetzt ihre Bude eingerichtet. Und das heißt, es tut sich eigentlich ganz schön was an der Oberfläche. Ich krieg davon bloß nicht gerade was mit. Weil ich hier halt Wichtigeres zu tun habe. Das Ding jetzt umgehen muss. So. Ich könnte mir eigentlich jetzt eine Treppe runterbauen oder sowas in der Art, ne? Oder einfach von dort oben. Lass mal hier was hin tun. Smaragd habe ich jetzt gefunden. Ein Smaragd. Das ist ja schon fast wie ein Sechser im Lotto hier. Ein Smaragd zu finden. Gut. Jetzt gehe ich da von hinten drauf. Das Ding guckt ja nur nach vorne. Pfeilfalle. Das gibt's hier, das ist wirklich scheiße, so ein Vieh. Und weil die Dinger halt so klein sind, denkt man an die gar nicht. Also, es ist so, die fallen einem nicht auf. Ich habe mir jetzt hier oben noch eine Fackel hin. Dann gehe ich, das wollte ich jetzt eigentlich verhindern. Aber gut. Da ist meine Axt. Na komm her. Wir müssen ja nicht alle immer abhauen, aber gut. Falls hier unten jetzt noch was Schlimmeres auf mich wartet, wäre das schlecht. Gut. Ich hau erstmal das Zeug hier weg. Das Wasser. Dann kann ich hier ganz getrost meine Fackel hinsetzen. Und dann bauen wir das hier ab. Dann machen wir den ganzen Sand mal weg. Und wir springen mal hier hoch. Machen da eine Fackel hin. Jetzt gehen wir da runter. So.
sind schon aggressiv, die Teile jetzt geworden, oder was? Ein Wurm, aha. Das ist ein Wurm. Da war ein Wurm, okay. Der Wurm hat ein bisschen gewurmt, aber das war ein Mini-Wurm noch. So, jetzt geht's hier hoch. Wegen dem Zeug, was es hier oben gibt. Auch wenn das noch ein bisschen Erz ist, da drüben auf der anderen Seite ist noch ein bisschen mehr. So. Ich weiß nicht, wie lange der ganze Part jetzt schon geht. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen viel, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen sage ich euch, bis zum nächsten Let's Play. Ich verabschiede mich erstmal. Da geht's weiter hier in der Höhle. Euer Alex. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.